Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen Try-On-Haul für euch, hinter dem eine witzige Geschichte steckt, aber gut, so witzig ist es jetzt auch nicht, es war einfach nur ein bisschen ein kleiner Zufall. Ich war beim Wildcat-Shooting für Ostern und da hatte Ronja, das andere Model, eine richtig schöne Hose an und ich habe gefragt, woher ist diese Hose? Und sie hat gesagt, die ist von Halara und mir wurde vorher schon super oft Werbung von Halara vorgeschlagen. Das ist jetzt wohl so eine neue Marke, keine Ahnung. Und zwei Wochen später hatte ich eine Kooperationsanfrage von Halara. Ich weiß nicht, warum das immer passiert. Mir ist das ja mit einer anderen Marke schon mal passiert. Ich hatte ein paar der Sachen sogar auch schon mal an. Ich werde die jetzt alle aber einmal anprobieren und euch zeigen. Und ja, dann hoffe ich, dass sie euch vielleicht auch gefallen. Halara macht Sachen, auf denen Tierhaare nicht ganz so gut Halt finden. Das heißt, ihr seht immer fresh aus und braucht nicht so oft eine Fusselbürste, gerade wenn ihr Haustiere habt oder irgendwo euch bewegt, wo es Tiere gibt. Außerdem sind die Sachen darauf ausgelegt, bequem zu sein und der Stoff ist halt super angenehm auf der Haut. Falls ich einen Code habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, dann schreibe ich ihn euch jetzt hier hin. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich diese Anfrage bekommen habe. Shame on me, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich würde sagen, ich starte jetzt mal direkt. Ich zeige euch alle Sachen. Ich habe übrigens beschlossen, ein bisschen mehr in meiner Feminine Energy zu leben. und habe mir deswegen auch ein paar Sachen ausgesucht, die ich mir vielleicht sonst nicht so unbedingt ausgesucht hätte. Also so ein bisschen weiblichere, betontere Sachen. Ja, keine Ahnung. Ich habe mein Kleiderschrank ja letztes Jahr super oft aussortiert. Ich glaube, dreimal innerhalb von einem Jahr habe ich diesen Schrank aussortiert. Ihr habt das vielleicht ja auch mitbekommen, wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt. Und ich habe jetzt einfach nicht mehr so viele Sachen. Ich habe jetzt vor allem noch T-Shirts und ein paar Hosen. Und das war's. Also so Basic-Sachen habe ich noch. Aber ich habe gerade irgendwie gar nicht so richtig einen Style oder Sachen, aus denen man gut Outfits machen könnte. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf der Suche noch nach ein paar anderen Sachen. Und da hat mir diese Anfrage natürlich sehr gut gepasst. Also, ich lege jetzt los. Ich fange auch direkt an mit einem Kleid in Samtgrün. Also, das erste, was ich mir ausgesucht habe, war dieses Kleid hier. Wie gesagt, Samt und so dunkelgrün. Das finde ich schon richtig cool. Ich hatte es einmal kurz an, um anzuprobieren. Und ich fand es sehr schön. Ihr seht es ja jetzt auch angezogen. Das ist durchaus auch was, was man gut im Herbst oder sogar Winter anziehen kann, wenn man jetzt nicht so eine krasse Frostbeule ist, weil natürlich Samtstoff immer auch ganz gut warm hält. Also mit einer Strumpfhose drunter oder so kann ich mir das auch super gut für den Winter vorstellen. Mir gefällt die Farbe einfach total gut, weil das so ein richtig oliv-samtiges Waldgrün ist. Und auch der Schnitt gefällt mir ganz gut. Also es ist ein bisschen antailliert, das mag ich sowieso immer sehr gerne, dass das halt nicht so fällt wie so ein Sack irgendwie. Und auch die Länge mag ich total gerne. Und den Ausschnitt finde ich auch cool. Es ist halt mal ein bisschen was anderes als dieser klassische runde Ausschnitt oder so rollkragenmäßig. Deswegen, ja, also ich kann es mir auch im Sommer gut vorstellen, wenn es nicht ganz so heiß ist. Das ist bis jetzt auf jeden Fall approved. Hier ist schon ein Fleck drauf. Ach nee, das ist eine Fluse. Das wäre es ja noch gewesen. Ich mache direkt weiter mit was Grünem. Ich habe drei grüne Sachen bei dieser Bestellung. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber ich liebe Grün einfach im Moment total. Das hatte ich sogar schon mal an. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann könntet ihr das sogar schon gesehen haben. Und zwar hatte ich das schon mal bei einem Zoobesuch an. Es handelt sich um so einen Jumper, so einen Onesie. Ich weiß nicht genau, Overall kann man noch dazu sagen. In Grün. Also es hat Beine, es ist kein Kleid und hier oben so süße Knöpfe, das finde ich auch sehr cool. Hinten hat es eine Tasche und vorne hat es auch drei Taschen, also eine hier so in der Mitte und zwei an den Seiten. Das hatte ich wie gesagt schon mal einen ganzen Tag an und das fand ich richtig, richtig gut. Hat so weitere Beine, das mag ich total gerne und an sich hat es so einen total entspannten Fit. Also ich dachte, ich sehe vielleicht aus wie so eine Mom, die das erste Mal ihre Hippie-Welt verlässt, aber tatsächlich hat mir das richtig gut gefallen. Auch mit einem T-Shirt oben drüber oder so. Also ich hatte das letzte Mal mit einem schwarzen T-Shirt einfach drunter an. Und ja, ich fand es richtig gut. Und da war es auch nicht ganz so super heiß an dem Tag. Und trotzdem, ja, war das perfekt. Also jetzt, wenn es wärmer wird, würde ich das auf jeden Fall nochmal anziehen. Als nächstes haben wir einen Rock. Der ist leider ein bisschen knitterig. Den habe ich auch noch nicht anprobiert. Ich bin selber jetzt gespannt, wenn ich den gleich das erste Mal anziehe. Der ist so hellbraun, würde ich sagen, mit einem Reißverschluss an der Seite. Und die Besonderheit, weswegen ich den auch richtig cool fand, es ist eine Hose drunter. Also es sieht von vorne aus wie ein Rock, aber darunter sind Hosenbeine, beziehungsweise hier sind Unterziehdingen. Das mag ich richtig gerne, gerade bei so kürzeren Röcken. Finde ich immer, man sollte da schon eine Hose drunter tragen. Also muss man natürlich nicht, you go, mach wie du willst. Aber ich fühle mich immer ein bisschen besser, wenn ich einfach eine Hose drunter habe. Und ich weiß auch, ich kann mich jetzt bücken oder mal hinknien oder, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen machen, ohne dass man sofort alles sehen kann. Gab noch eine Hose, die wollte ich eigentlich gerne haben, die war aber leider ausverkauft. Also ich werde wahrscheinlich so oder so nochmal bestellen. Die war so anzugmäßig, also wie so eine Hose zu einem Hosenanzug.
Ja, so eine habe ich schon. Die ist mir aber obenrum leider ein bisschen zu eng irgendwie und auch im Schritt so ein bisschen eng geschnitten. Also man fühlt sich immer so ein bisschen eingezwängt. Deswegen würde ich total gerne nochmal so eine Hose haben. Ja, leider war die ausverkauft. Dann habe ich als nächstes diesen Hosenrock, den ich euch gerade gezeigt habe. Wieso sind hier überall Flusis? Nochmal in schwarz. Den kann ich euch ja gerne nochmal zeigen, wenn ich ihn dann auch anhabe. Apropos Anzughose, ich habe dann eine ähnliche genommen. Zumindest eine, die mir so ein bisschen ähnlich erschien, in braun. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen auf diesem Erbtöne-Trip. Das Coole an der ist, die hat keinen Verschluss. Also die hat so einen elastischen Bund und hat eben keinen Reißverschluss, keinen Knopf oder sowas, was irgendwie komisch einschneiden kann oder unangenehm sein kann. Ich finde das ganz cool. Die hat aber trotzdem so Gürtelschlaufen, also man könnte trotzdem aus Modegründen oder so einen Gürtel tragen. Und die hat eben unten relativ weite Beine. Die hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal an. Ich finde die richtig cool. Ich habe halt leider super lange Beine, deswegen sind Hosen bei mir generell eher kurz als lang. So finde ich halt auch bei der. Die ist so ein ganz, also so einen Zentimeter zu kurz. Zumindest für mein Empfinden. Aber es ist halt auch so eine Enkelhose, ne? Also die man über den Knöcheln trägt, glaube ich. Und da finde ich bei mir das sowieso immer schwierig einzuschätzen, ob diese Hose jetzt so sein soll oder nicht. An sich finde ich die aber super schön, hatte ich jetzt auch schon echt mehrmals an. Diese Hose auch einfach super gut geschnitten. Also der Po sieht darin auch richtig schön betont aus. Ja, die ist super bequem. Also das muss ich echt sagen. Die ist relativ luftig, aber jetzt auch nicht so zu kalt. Also ich hatte die jetzt auch schon ein paar Mal an, als so 10, 12 Grad draußen waren und das war okay. Ich finde den Schnitt halt super gut. Es kommt direkt noch eine Hose und zwar eine Cordhose. Ich habe schon eine Cordhose, eine schwarze, aber die ist so sehr, sehr weit unten an den Beinen und ich wollte ganz gerne einfach noch eine Cordhose in einer anderen Farbe haben. Ich habe mich natürlich für braun entschieden. Hier habe ich übrigens auch Größe M. Und bei der muss ich leider auch sagen, dass die ein bisschen kurz ist. Also tatsächlich ein bisschen zu kurz für mein Empfinden. Das kann ich euch ja gleich nochmal zeigen. Aber an sich ist die auch super schön. Ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist im Frühling, dass ich die mit kurz, also ich hatte jetzt lange halt immer hohe Socken an, so Tennissockenmäßig, dass ich die mit kurzen Socken und irgendwie flachen Schuhen, also ihr wisst schon, wie ich das meine. So mit Vans, Oldschool oder so kombinieren würde. Ansonsten, das ist eine Cordhose, die hat auch Taschen. Finde ich sehr wichtig. Ich finde es völlig bescheuert, dass Frauensachen so oft keine Taschen haben. Verstehe ich irgendwie nicht. Die Farbe finde ich super schön. Und die hat auch Gürtelschlaufen. Finde ich auch immer wichtig zu wissen. Das vorletzte Teil ist ein Rock in Cord und Grün. Der ist sogar noch eingepackt. Ich hole ihn so gleich heraus. So sieht er aus. Das ist tatsächlich auch wieder so ein Hosenrock. Ich finde die Dinger einfach richtig geil. Und ich habe mir halt, wie gesagt, vorgenommen, so ein bisschen mehr auch mal jetzt femininere, betonendere Kleidung zu tragen. Zumindest in meiner Freizeit. Und deswegen, ja, Röcke trage ich eigentlich total gerne. Und gerade halt solche, wo schon eine Hose mit drin ist und man sich nicht noch irgendwie Gedanken machen muss, ziehe ich da jetzt was drunter an oder ist ja lang genug oder reicht das, keine Ahnung. Deswegen noch ein Rock. Und die Farbe finde ich halt auch super schön. Passt ganz gut zu dem Top auch, ne? Und das letzte Teil habe ich natürlich vergessen rauszuholen. Wie konnte mir das passieren? Das letzte Teil ist nämlich eine Hose und zwar eine Jeggings. So hat man das früher zumindest genannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das immer noch so nennt. Eine Jeans, aber als Leggings. Also sie sieht aus vom Stoff her wie eine Jeans. Ich habe jetzt schwarz genommen, gab es auch noch in anderen Farben. Die waren aber ausverkauft zu der Zeit, als ich bestellt habe. Ja, ist halt aber eigentlich eine Leggings. Bisschen schade, hat vorne keine Taschen, ist aber auch bei so Leggings immer ein bisschen schwierig zu machen. Hat dafür hinten Taschen und hat wie die andere auch keinen Verschluss, also nicht irgendwie noch einen Reißverschluss oder einen Knopf. Die sitzt, finde ich, auch richtig gut. Für mein Empfinden wieder ein bisschen zu kurz. Ich muss einfach in so extra Tall-Abteilungen meine Hosen kaufen. Das geht leider nicht anders. An sich fände ich die aber auch richtig, richtig schön. Jetzt habt ihr die Sachen alle angezogen gesehen. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, wie ihr die findet, ob ihr auch irgendwas dabei hattet, was ihr super schön fandet. Ich werde, glaube ich, diesen Onesie und vielleicht auch ein paar der Röcke mit in den Urlaub nehmen. Ich fliege nämlich jetzt in Urlaub. Ich freue mich sehr. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, dann ist der Urlaub leider schon vorbei. Aber naja, ich hoffe, euch hat es gefallen, auch mal wieder so ein Video zu sehen und nicht immer nur die Vlogs. Deswegen, ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht einen Daumen rauf gibt oder einen Kommentar schreibt oder so. Ich hoffe, wir sehen uns dann nach meinem Urlaub wieder. Da bin ich hoffentlich ein bisschen gebräunter und entspannter. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und bis bald.